Keiner kann erklären, was passiert ist, wie es weitergehen soll. Es herrscht Ratlosigkeit. Und genau deswegen ist es unserer Meinung nach gerade jetzt wichtig, einen Kongress Make Capitalism History zu veranstalten. Eine wirklich nachhaltige Veränderung müsste die kapitalistische Produktionsweise bzw. Profitlogik in Frage stellen. Und derzeit ist keine Regierung da, die diesen Part übernehmen könnte. Also versucht die kritische Jugend, sich zumindest eine Vision zu basteln, wie es gehen könnte in Sachen Gerechtigkeit und Zukunft. Und hat dabei eine Wut auf die Generation der Väter im Bauch, wie sie der US-Autor Douglas Coupland für die Generation X illustrierte. Manchmal möchte ich ihnen Tränengas ins Gesicht sprühen, möchte ihnen erzählen, dass ich sie darum beneide, wie sie uns aufgezogen haben, völlig frei von Zukunftsängsten. Und ich möchte sie dafür abmurksen, dass sie uns die Welt munter übergeben wie Unterwäsche mit einer Bremsspur. Die Marktwirtschaft ist nun alles andere als gerecht, sie ist effizient. Es gibt zwar den Begriff der Leistungsgerechtigkeit, das halte ich aber für eine Tautologie und wissenschaftlich nicht sonderlich treffend gesagt. Die Marktwirtschaft hat den großen Vorteil, dass sie Freiheitsspielräume für die Individuen eröffnet, dass sie keinen Zwang braucht, weil sie ja das Geld als Leistungsanreize hat. Man muss also nicht den Kommissar neben den Arbeiter stellen. Und sie hat den großen Vorteil, dass sie natürlich ein großes Sozialprodukt schafft. Das ist zugegeben nicht sehr gerecht verteilt, aber es ist vielleicht besser, ein großes Sozialprodukt zu haben, das nicht so gerecht verteilt ist und am unteren Rand der Einkommensverteilung noch einen höheren Lebensstandard schafft, als ein sozialistisches System mit einer ganz gleichmäßigen Verteilung, wo alle gleichmäßig arm sind und sogar ärmer als die Arbeiter im Kapitalismus. Meine Hoffnung für alle Leute, dass alle Leute sollen genug Essen und Wohnung haben. Wer kommt in Deutschland illegal, muss legal sein werden. Ich musste keinen Rassismus. Schönen Abend noch. Der Lehrsatz aus der Krise ist, dass das System, in dem wir leben und arbeiten, nachjustiert werden muss. Es hat immer wieder solche Krisen gegeben und jedes Mal ist aus der Krise heraus eine Reform entstanden, die dann die Ursachen dieser Krise versucht hat zu beseitigen, sodass das System anschließend besser und stabiler wurde. Und das können wir ganz eindeutig auch jetzt bei den Banken machen. Wir wissen genau, woran es gelegen hat. Die Eigenkapitalvorschriften waren zu lasch. Die Banken sind dadurch ins Risiko gegangen, haben die Krise mit verursacht und da müssen wir ran. En Detail hat IFO-Chef Hans-Werner Sinn durchaus recht. Doch en gros ist das System des Finanzkapitals ohne konsequente und radikale Anstrengung wenig greifbar. Trotz der Krise machen viele Banker sogar wieder Business as usual, verweigern sich der Kontrolle, lassen die Politik hilflos aussehen. Ganz so, wie es die späteren Autoren des Kapitals, die viel zitierten Propheten Marx und Engels, im Jahre 1848 weissagten. Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen mag, die er heraufbeschwor. Was jetzt viel passiert, ist, dass die Studenten selber die Angebote machen. Die haben eine Kapitallesebewegung losgetreten. Und da war ich bei der ersten Veranstaltung in der HU und da saßen 280 Leute. Das war ein Hammer. Die Kapitallesebewegung hat also mehrere tausend Leute zusammengebracht. Ich meine, das ist so ein Brett, das Buch. Und wirklich haarig. Ich mache das nicht erst seit gestern. Die Ernsthaftigkeit. Die Leute, die hier einrücken in die Uni mit 19, 20, haben mehr gelesen als ich als politischer Mensch mit 28. Chomsky, Marx, weiß der Fuchs, was sie alles gelesen haben und so. Und das ist was Neues. Die Leute fangen mit 15 an, sich Gedanken zu machen um die großen Fragen und lesen die Dinger sich durch. Stefan Bornhorst, leitender Redakteur der Zeitschrift Marx 21, bekennender Antikapitalist. Keiner, der glaubt, Marx sei ein toter Hund. Bornhorst sucht nach Perspektiven und lässt nichts aus. Verkauft auf all den Konventen der irgendwie neuen Linken seine Zeitschrift für internationalen Sozialismus. Setzt dem alten Marx gern mal ein Basecap auf, holt sich gar,
Wie übrigens auch die Hamburger Zeit. Für ihr Sonderheft zu Gevatter Marx holt sich gar den schwer gebrauchten Marxologen Elmar Altvater ins Blatt und will mit ihm den bärtigen Propheten der Krisen neu entdecken. Jenseits von Doktrin und Parteischule. Was wir meinen, ist, dass der originale Marx, nicht der Säulenheilige von irgendwelchen halbsenilen Menschen im Politbüro, sondern der originale war jemand, der für einen Sozialismus von unten einstand. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, noch Kaiser, noch Tribun. Mit Tribun sind ja die Volkstribunen gemeint, also die vermeintlichen Erretter in Form der kommunistischen Parteien, in Form der sozialdemokratischen Parteien, die Leuten immer erzählen wollen, wir führen euch zum Lichte, Brüder zur Sonne, aber dann zur Agenda geführt oder wo auch immer hingeführt haben. Egal, ob der Sozialismus diesmal tatsächlich von unten kommt. Es bleibt schwierig mit den Ismen. Und ein Kreuz mit all den Heilslehren. Außerdem ist Marx mit Verlaub nicht viel mehr als ein untoter Hund. Allerdings mit ein paar, seltsam genug, hochaktuellen Wahrheiten im Maul. Nicht mehr, auch nicht weniger. Wobei es ohne Bedeutung ist, dass jetzt selbst Harry Rowohlt und Gregor Gysi qua CD gemeinsam zu Marx-Lesungen antreten. Karl ist in Zeiten der Krise einfach wieder hip und pop. Dennoch gilt, jede Generation muss eigene Fragen stellen, eigene Antworten und vielleicht auch dritte Wege suchen. Jenseits alter Ideologien, jenseits all der scheinbar ehernen Notwendigkeiten, von denen der Philosoph Nietzsche sagt, dass sie weder ehren noch notwendig sind. Es gilt, junges Leben als Suchbewegung zu gestalten. Denn so wie es ist, bleibt es nicht. Darf es nicht bleiben. Hi Forum, wer auch immer du bist. Mein politischer Traum ist einfach. Ich träume von einer Welt, in der alle Politiker immer die Wahrheit sagen. Ich will nicht beschützt werden durch Lügen. Das ist pervers. Ich lerne lieber, mit dem Schock umzugehen und bewusst Lösungen zu finden, als mich verarschen zu lassen. Schönen guten Tag. Ich habe eine scheiß Laune. Und das ist die Wahrheit. Ich habe in meiner Jugend natürlich versucht, Marx zu lesen, aber es war mir zu unverständlich. Ich bin wohl zu geradlinig und zu straightforward dafür. Ist ja auch völlig in Ordnung, auch das muss man natürlich diskutieren. Aber ich fürchte, wenn jetzt die Linke sich sozusagen jenseits der eigentlichen Diagnose dieser Krise sammelt, nämlich bei einer Systemdiagnose und dann das System angreift, dann wird sie wieder gar nicht erreichen. Dann wird sie auch nicht erreichen, dass das umbaufähige System umgebaut wird, sondern dann werden auch die anderen die Scharniere hochziehen und werden dafür sorgen, dass nichts passiert. Und das ist das Schädlichste, was passieren könnte. Wir müssen diskutieren, wir müssen auch die mittleren Varianten diskutieren und nicht nur von einem Extrem zum anderen springen. Die jungen Unzufriedenen laden ihn gern mal zum Vortrag ein, auch wenn er ihnen nicht nach dem Mund redet. Heiner Flassbeck, Direktor der Division on Globalization and Development Strategies bei den Vereinten Nationen. In den 80er Jahren lange Zeit Mitarbeiter im Bundesministerium für Wirtschaft, Ende der 90er kurz auch Staatssekretär für Finanzen. Ein kritischer Ökonom. Einer ohne Blatt vor dem Mund, der es gern und deutlich sagt. Das neoliberale Modell ist endgültig gescheitert. Eine deutsche, eine europäische, eine globale Politik, die jahrzehntelang nichts Besseres zu tun hatte, als Unternehmen, Konzernen, Banken nach dem Mund zu reden. Eine Politik, die jede eigenständige, gesamtwirtschaftliche und demokratische Kompetenz vermissen ließ. Eine solche Politik ist gescheitert. So der Titel von Heiner Flassbecks neuem Buch. Eine derart hilflose Wirtschaftspolitik hat das Desaster der Finanzmärkte vom Herbst 2008 regelrecht provoziert. Kapitalismus ist in der Tat ein System, was man bändigen kann, was man bändigen muss, wo man einen kompetenten Staat braucht, der massivst eingreift, sowohl in die Einkommensverteilung wie in viele andere Bereiche. Aber es geht nicht in meinen Augen gegen den Kapitalismus als solchen. Das wäre übertrieben, denn wir haben, wie gesagt, kein besseres System. Aber die jungen Leute haben das richtige Gefühl. Sie haben das Gefühl, dass sie sozusagen betrogen worden sind. Sie haben noch nicht einmal in den letzten 30 Jahren wirklich erfolgreiche Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft kennengelernt. Denn es war ja nicht erfolgreich. Die Arbeitslosigkeit war
war die ganze Zeit hoch, die Jugendarbeitslosigkeit. Zumal es gab dauernd Angst um die Zukunft. Die Eltern haben Sorgen gehabt. Die letzten 15 Jahre sind die Einkommen nicht mal mehr gestiegen. Also von daher ist es ja keine Erfolgsgeschichte, dieses System. Und gerade junge Leute, die natürlich und glücklicherweise, muss man sagen, mit einem kritischen Verstand an sowas herangehen, sagen, ja, wie könnt ihr uns das als Ideal hinstellen, wenn wir zugleich sehen, dass es uns das gar nicht bringt, was wir erwarten?